Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D World. Uns steht ein Geisterhaus bevor. Ich bin schon sehr gespannt, wie das sein wird. Bis jetzt waren die Geisterlevel alle durchgehend nice. Ein Licht im Dunkeln. Na, ich bin mal gespannt. Ah, hier läuft wieder diese coole Musik. Okay, immer den Anfang kontrollieren. Immer den Anfang kontrollieren. Was haben wir hier? Achso, wir können trotzdem immer noch die Wände hochgehen als Katzenmario. Oh nein! Oh Gott, damit töten wir die Geister, ne? Oh. Wir können ja festhalten, wir schicken die Geister dadurch einfach nur schlafen. Oh, halt. Oh nein. So, immer Münzen mitnehmen. Siehst ja, was am Ende bei herauskommt, wenn man sagt, ach, ich scheiße auf die Münzen. Oh, da ist ein Luigi-Knopf. Okay, den können wir uns eigentlich umbringen. Ich werde es jetzt mal nicht machen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, komm, Feierabend, wir gehen einfach sterben, denn hier kriegen wir den Stempel dafür, dass wir das Level mit Luigi spielen. Oh, 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 der arme große Bubu. Naja, er ist jetzt auch schlafen. Okay, die Plattform stürzt ab. Nicht? Doch, okay. Die Münzen nehme ich gerne mit. Und da leuchtet was. Aha. Gut, Stern Nummer 1. Können wir eventuell durch den Spiegel, das hatten wir ja auch schon einmal. Wir können den Spiegel hochklettern. Oh süß, und hinterlassen denn echt solche Katzentapsen am Spiegel? Oder solche Kratzspuren? Sehr, sehr süß. Ach Gottchen. Oh Gott. Ach komm schon, jetzt ist der Lichtschalter weg. Also, ihr wisst, was ich meine. Nicht der Lichtschalter, sondern... Oh Gott, das war knapp. So, rote Münzen sammeln, weiß ich nicht. Ist mir jetzt nicht unbedingt... Das Begehr schlechthin, aber kann man ruhig mal versuchen. Haben wir auch geschafft. Okay, Tanuki Mario. Ach so, wegen den ganzen Knochen trocken. Ja klar, der ist schon ein Vorteil hier. Ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Sterne übersehen. Und pass auf, ich wechsle doch mal wieder zur Katze, weil wir ja damit hier noch überall schauen können. Okay, sieht aber gut aus. Wir müssen das Level sowieso noch einmal machen. Werden wir auch direkt im Anschluss mit Luigi... ich guck mal. So. Okay, war gerade mal die Halbzeit. Level kommt mir auch sehr, sehr lang vor. Wow. Ach du, heiliger Bimbam. Da ist eine Box. Da müssen wir rein. Oh! Okay. Alle Buhus töten. Ach du Gott. Alle versammeln. Und wechseln. So. Ich meine nicht töten, ich meine natürlich schlafen legen. So, die Münzen nehme ich mit und den Stern. Ach so, hier ist eine Tür. Aha, alles gut. Okay, ein kleines Türenrätsel. Ich nehme mal die goldene Mitte. Obwohl, wir könnten auch einfach oben anfangen. Obwohl, nee, komm. Links. Komm mal rechts raus. Rechts. Komm mal da raus. Und hier. Komm mal links raus. Okay. Also, hier rein. Und dann rechts daneben die Tür. Eieieiei. Okay. Ein Stern fehlt noch, den hätte ich jetzt schon gerne. Obwohl es mich schon ein bisschen ärgert, dass wir den Stempel nicht bekommen haben. No, die armen Geister. Obwohl, es sind nicht die Buhus. Ich finde eigentlich nur die... Oh, und das war's. Die armen Geister, so viel dazu. Ich finde eigentlich nur die Buhus so richtig cool. So, hier weg. Tschüss, Tanuki. Fickel, ey. Ich wollte gerade sagen, ich wechsle nochmal auf Tanuki, weil wir hier denn dadurch einen kleinen Vorteil haben, wenn wir natürlich schweben können. Naja, habe ich mir denn auch noch anders überlegt. Ich meine, damit sind wir auch deutlich overpowered. Oh! Oh Gott. Letzter Stern? Irgendwo? Letzter Stern? Letzter Stern? Hier ist noch ein Powerblock. Da vorne ist der Stern. Oh Gott! Jetzt rasten sie hier völlig aus. Wir müssen noch ein bisschen draufbleiben. Da ist ein Buhu. Ich habe keine Ahnung, wie wir an dem vorbeikommen sollen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach komm, ich habe mich doch umgedreht. Wieso kommt der noch näher? Ach, das ist doch kacke. Okay, wir müssen die Kanone bis zum Ende behalten. Also die Kanone, die... die Lampe. Eigentlich hätte es sich angeboten, jetzt das Level komplett nochmal zu spielen. So, hopp. Na gut, komm, wir beenden erstmal den Level. Den Stempel kann ich eigentlich mit Luigi im Anschluss noch holen.
Das wird ein bisschen knapp gerade. Nee, alles gut. So, Stern nehme ich mit, Münzen auch. Und wir gehen durch die Tür. So, Moment, wie war es hier? Rechts durch die Tür, ne? Und dann, genau. Geht er nur hier rein. Den Stempel, den werde ich einfach am Ende reinschneiden. Obwohl, weiß ich, kann sein, dass ich den nicht reinschneide. Weil wir wissen alle, dass da ein Stempel ist. Wenn da irgendwas anderes sein sollte, weiß ich nicht, vielleicht Lottozettel mit Zusatzzahl oder so, dann würde ich das nochmal reinschneiden. Aber mein Gott, ist der Stempel. Wir wissen alle, wie der Stempel aussieht. Beziehungsweise wie so ein Stempel in der Regel hier bei Mario aussieht. Ich denke, da sparen wir uns das einfach. Beziehungsweise ich spare es mir, den da später noch reinzuschnibbeln. So. Gucken wir mal, ob wir die Geister hier auch schön wegkriegen. Die Geister, die ich rief. Wohl gerufen hat sie eigentlich keiner. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da war natürlich jetzt die Lücke. Jetzt geht das schon wieder los hier mit der Failerei. Eigentlich total unnötig. Meine Güte. Oh! Scheiße. Ich hab gedacht, da war ein ganz normaler Weg. Mann, jetzt bin ich aber auch unkonzentriert. Wir haben jetzt schon wieder 3 Leben hier völlig unnötig verdattelt. Das letzte vor allen Dingen. Boah, meine Güte. Okay, komm, jetzt wieder volle Konzentration. Müssen gleich hier rüber, müssen wir nochmal den Stern einsammeln. Die Münzen nehme ich mit, jedenfalls ein paar. Und jetzt springen wir hier rüber, alles gut. So, guck mal einer an, die Buhus. Okay, vielleicht sollten wir auch mal ein paar von denen töten. So, einen haben wir noch. Alles klar, lief auch nicht so optimal am Anfang, aber... haben wir dann doch noch gewuppt bekommen. So, rechts rein. Also ich würde das Level jetzt doch schon gerne mal schaffen. So, und hier wieder volle Konzentration. Halt hier drauf, fokussiert bleiben. Dann kann nichts passieren. Ey! Mario, 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 Mario! Oh, meine Güte, was ist nur los mit dem Kerl manchmal? Hat er die anderen Geister einfach nicht mehr richtig anvisiert? Oh, meine Güte, ey. Langsam bekomme ich ja auch eine Sprachbarriere, wenn das weiter so geht. Ich versuche, die einen nach dem anderen zu dezimieren, aber es wird nicht bei jedem funktionieren. Das ist auf alle Fälle klar wie Kloßbrühe. So, jetzt kommt schon wieder so ein dreister Knochen trocken angeflogen. Ich gehe mal hier rüber, einfach nur, weil wir ein bisschen mehr Luft hier vorne haben. Oh, komm! So, und jetzt, hopp! Wie viele denn noch? Ja, ach komm, das ist ein schlechter Scherz. Ey, das ist so ein Bullshit. Was soll ich machen? Ich kann die Knochentrocken doch nicht töten. Mann, ey, wenn wir nochmal sterben, dann... weiß ich nicht. Dann spiele ich das Level mit Luigi, wollte ich gerade sagen. Aber genau das wollte ich ja vermeiden, solche Aktionen. Oh! Okay, das hat gepasst. So, halt. Das war einer. Das sieht schlecht aus. Okay, wir haben es Gott sei Dank gerade noch so hingekriegt. Alright. Also wenn wir da jetzt nochmal sterben... ich weiß gar nicht was denn, aber... es geht mir gerade so hart auf die Nüsse. Oh, da hat sich Mario schon wieder weggedreht. Ich habe mich doch gar nicht weggedreht von der Stelle. Ach so, wir drehen uns natürlich, weil die Plattform sich dreht. Ah, okay. Ja, na gut, das war ein bisschen dumm, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz. So langsam müssen wir es doch mal geschissen bekommen. So, ich stelle mich mal hier hin. Knochentrocken geht mir hart auf die Eier. Okay. Oh, nein, das ist doch nicht wahr! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Mario ist einfach nicht gemacht für dieses Level. Mario ist nicht gemacht für dieses Level. Ich denke, das ist schon ein guter Hinweis, wenn man hier sagt, Junge, nimm Luigi. Er ist gemacht für dieses Level. Meine Güte. Goldener Tanuki, scheiß ich drauf. Hab da gleich mal einen braunen Tanuki.
So, ich hätte gern so ein Ding. Achso, ich muss unten meine Birne reinstecken. Jetzt haben wir auch grünes Licht. Das gefällt mir auch wesentlich besser von der Optik her. So, wir üben jetzt hier Geister schlafen zu legen. Naja, okay. Haben wir uns wenigstens mal ein Up zurückgeholt. Davon ist so ein Stempel, der absolut unnötig ist. Ich kann ja verstehen, dass man die Spieler animieren will, das Level mit allen Charakteren mal zu spielen, beziehungsweise verschiedene Level mit verschiedenen Charakteren mal zu zocken. Aber, weiß nicht, so eine Stempelgeschichte. Weiß ich nicht. Es gibt später sowieso noch eine Gemeinheit, nenne ich es. Ganz absichtlich. Eine Gemeinheit von Nintendo, was einen dazu bringt, das Spiel mit allen Charakteren zu spielen. Komme ich später darauf zu sprechen, aber dennoch hier diese Stempelgeschichte zu machen, weiß ich nicht, ist absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, was einem das bringen soll. Es bietet auch meiner Meinung nach keinen Mehrwert. Da war ich jetzt gedanklich noch in der Uni. Es bietet auch eigentlich keinen Mehrwert. Ich meine, wenn man jetzt sagt, hier komm, du musst jetzt das Level mit dem und dem Charakter spielen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Level mit Luigi extra schwer, wobei doch eigentlich jedes Level mit Luigi nochmal zusätzlich schwierig ist, beziehungsweise schwieriger ist. Jetzt haben wir zu allem Überfluss natürlich das Problem, dass wir klein sind. Ich korrigiere, klein waren, aber meine Güte. Okay, Luigi, hier ist dein Bruder gerade gescheitert, mit Ach und Krach, mehrere Male. Oh! Es kann sich bei dem Level nur um einen Witz handeln. Wir haben die letzten Runden so viele Ups wieder gut gemacht. Wir hatten schon wieder 33 oder 34 sogar. Sind wir wieder bei 29, weil ich mich hier anstelle wie der erste Käse. Keine Ahnung, wie sich der erste Käse angestellt hat. Das war doch eben genau so getimt. Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Buhuse in eine Ecke locken. Zack, alle down. Ja, Luigi ist der Geister-Spezialist. Wir sehen es schon. Wäre auch wahnsinnig, wenn man nochmal versucht, auf die Plattform drauf zu springen. Brauchen wir natürlich nicht. Luigi hat auch den Tipp hier erhalten, welche Tür er nehmen muss. Das wird ihn auch vermutlich alles nicht nützen. Ich meine, alles nichts nützen. So, hier brauchen wir tatsächlich nur stehen bleiben. Ja, die Rotation macht das für uns einfach. Boah, aber jetzt wird's natürlich asozial. Hoch 9. So, schön hier hingehen. Und hier haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Freiraum, was das Springen angeht. Beziehungsweise können einfach noch ein bisschen höher springen. Pass auf, ich wechsle nochmal die Position. Okay, und da beginnt die Scheiße schon wieder. Oh, Luigi! Oh nein, nein, scheiße, die können wir ja gar nicht mit der Lampe töten. Ich gehe jetzt einfach hier durch, hol den komischen Stern. Komm schon, Luigi. Sorry, wenn ich das jetzt so gemacht habe, aber... Hey, irgendwo ist dann auch mal... Oh, wir haben es getroffen, krass. Irgendwo ist dann auch mal Schluss. Der Mond sieht sehr, sehr cool aus, aber... Ey, das Level hat mich gerade schon wieder fertig gemacht. Sagt der Timer, 4 Minuten. Ich glaube, wir haben knapp 15 Minuten oder 14 Minuten an dem Level jetzt gesessen. Ach, egal, wir machen natürlich noch eins. Ist ja Ehrensache. Was haben wir da? Da haben wir eine Röhre. Oh, das ist jetzt natürlich sehr verlockend. Ach du Scheiße, das nächste Level kenne ich. Wir werden das nächste Level nicht mehr spielen, wir werden in die Röhre gehen. Sorry dafür, aber das nächste Level wird hart. Das nächste Level wird uns... Wir haben ein Rätselhaus. Wollen wir nicht noch das Rätselhaus probieren? Komm, wir probieren das Rätselhaus. Sind zwar klein, aber ich glaube, nach dem ersten Tod werden wir wieder groß. Wir nehmen auch Mario. Mario! Okay, was geht hier ab? Katzenglocke. Zwei Katzenglocken! Okay, hier ist also die Katzenglocke auf alle Fälle zwingend erforderlich. Oh, ich wollte doch gar nicht weg. Ja. Es wird auf alle Fälle ein Rätselhaus mit Katzenglocke. Oh, vorbeigelaufen. Das sollte ich vielleicht vermeiden. Ich habe gerade geguckt, wie viele Sterne es denn gibt. 10 Stück. Aber jetzt am besten konzentrieren. Ach du Scheiße.
Am besten Konzentration auf die Sterne. Oh, an die Dinger habe ich auch keine guten Erinnerungen. Okay, hier jetzt einfach rüber. Kann es so einfach sein? Ist es tatsächlich so einfach? Uiuiui. So, rein an den Kasten. Ach du Kacke, das hatten wir doch gerade schon mal. Jetzt ist der Stern aber vermutlich ganz, ganz oben versteckt. Oh! Oh, die Zeit ist ganz schön knapp bemessen. Halt! Ich wollte doch noch gar nicht raus. So, pass auf. Hoch und rüber. Und hier durch. Hätten wir auch mit dem Gamepad ein bisschen tricksen können, aber ich weiß nicht, ob wir da nicht ja noch langsamer gewesen wären. Ach du Scheiße. Oh! Okay, alles gut. Boah, da muss man echt gut überlegen vorher und dann erst springen. Ach du heiliger Scheiß, was machen sie denn jetzt? Okay, ich werde da ganz bestimmt nicht rüberspringen, ich bin ja nicht bescheuert. Also nicht ganz so bescheuert. Okay, komm, zwei müssen wir noch packen. Die Nervosität steigt. So, hoch hier! Powerblock! Okay, alles gut, Sterne holen. Haben wir. Eins noch. Ach du Scheiße. Okay, die Dinger gehen nach einer Weile weg. Wo ist der Stern? Da ist der Stern. Oh, haben wir auch noch gekriegt. Okay, Rätselhaus geht immer ganz schön an die Nerven. Subi. Sorry, wenn es denn nur ein Level gab. Dafür war das umso mehr zum Haare raufen. 10 Sterne davor, dazu, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Nice, okay. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So, pass auf, ich verabschiede mich ja aus der Röhre. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem Höllenlevel. Ich kann es jetzt schon versprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.